Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Mario Kart 7. In der letzten Folge wurde Wario so sehr verarscht, wie man es sich nur vorstellen kann. Und dieses Mal, wer wird dieses Mal verarscht? Ich weiß es gar nicht. Rosalina. Well, whatever. Okay. Hihi. Oh, das kenne ich doch. Welches von denen hatte ich noch nicht? Ich glaube, den hatte ich noch nicht. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, den hatte ich noch nicht. Und hier wechsle ich ja eh mal durch. Da kommen ja nicht so viele neue. Das sieht doch noch typisch Rosalina aus. Unser Ziel ist jetzt also die Röhrenraserei. Das Galeonenwrack. Oje, 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 das wird schwer. Aber ich bin zuversichtlich, wir können das schaffen. Wir können alles schaffen. Man muss sich nur anstrengen. Und wenn man nicht verliert, dann funktioniert es sogar. Ach du Scheiße, Röhrenraserei. Uiuiui, das wird kein Spaß. Das wird, glaube ich, kein Spaß. Oje. Also ab geht's. Die Ladezeit nach wie vor schrecklich. Yeah. Das wird jetzt ganz schön schwierig. Ich glaube, rechts war besser, oder? Okay, ich komme nicht ran. Aber bis hierhin sieht es noch machbar aus. Ich habe vor allem auch keine Münzen. Bisher noch keine einzige, ne? Ja. Wo man vom Teufel spricht. Schon habe ich Münzen. Und dank des Pilzes konnte ich sogar gut abkürzen. Und den hier behalte ich noch. Okay, die verschwinden nicht. Dann, nö. Nö, einfach nö. Fuck. Oh Mann, sie holen mich ein. Oh fuck. Aus welchem Grund auch immer, ich wurde nicht getroffen. Also alles gut. Oh. Bisher spielt alles für mich. Bisher ist alles gut. Schön in Ordnung, ich sage nie wieder was. Hier hätte ich abkürzen, also was heißt abkürzen? Ich hätte hier, ich wollte nicht als Blitz noch außerhalb des Wassers fahren. Okay, das ist in Ordnung. Ich gehe davon aus, da kommt noch was. Okay, hier hätte ich Münzen haben können. Ich habe mich dagegen entschieden, weil eigentlich kein Grund. Okay, das sollte es sein. Ich habe sogar noch die Bienenkönigin erwischt. Schön. Aber okay, huh. Das ist anstrengend, aber hey, 10 Punkte sind 10 Punkte. Ich habe mich schon mal nicht komplett blamiert. Gut, nächstes Rennen mit langem Wartebildschirm. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ich nehme jetzt alle 6 Folgen noch auf. Also dieses Let's Play nehme ich jetzt heute an diesem Tag fertig auf. Ich habe heute schon 20 Folgen A Link Between Worlds aufgenommen. Womit ich jetzt endlich genug habe für meinen 3-wöchigen Urlaub. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich das bis exakt morgen hinkriege. Also gestern war Sonntag. Nein, morgen ist für mich Sonntag. Für euch war die Aufnahme vor 2 Tagen. Ja, jetzt nehme ich 6 Folgen Mario Kart auf und noch mindestens 6 Folgen Super Mario Maker. Das ist zumindest die erste Zeit. Shit. Ich sollte nicht mehr reden. Ich sollte nicht mehr reden. So ging's los. Da hätte ich sogar noch hingekommen. Lol. Hilft ja alles nix. Ich hab nicht an... Alter, ich hab nicht eine einzige Münze schon wieder. Den Stunt habe ich auch nicht geschafft. Das geht ja schon mal super los. Oh, 2 Münzen.
Wow, wow. Das ist alles sehr gruselig. What? What the f... Excuse me, please? Wo ist der erste? Yeah. Alter! Also 3 Sterne wären das definitiv jetzt schon nicht mehr. Ich brauche mal ein bisschen... Nein! Hauptsache, das hat noch jemand erwischt. Oh je, oh je. Da hätte ich jetzt 2 Münzen haben können. Aber ich komme nicht dran. Ich hoffe, ich treffe überhaupt noch einen. Nee, ne? Oh, super, den Panzer habe ich voll verschwendet. Eieiei, und ich habe so gut wie keine Münzen. So, okay, die Münzen wollte ich. Jetzt habe ich 8, jetzt bin ich ein bisschen schneller. Ja. Ja, das ist genau der Punkt, wo ich getroffen werden möchte. Naja, schön, dass ich nicht mal mehr meine Münzen zurückgekriegt habe. Was? Ach, weil die ein Item hatten und ich nicht? Nein! Oh, ey. Lass mich durch. Okay, aus welchem Grund auch immer ich jetzt den Stunt nicht gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich Erster werde, ist mir das alles egal. Und es sieht gut aus. Okay, keine Ahnung. Das war ein komisches Rennen. Das wird noch lustig mit Rosalina, aber hey, 40 Punkte sind nach wie vor drin. Auch wenn die Honigkönigin, oder wie sie auch immer heißt, leider nicht nachgibt und auch nicht verabkackt. Peach genauso wenig, also Platz 2 und 3 sind dieses Mal außergewöhnlich konstant. Das ist sehr ungünstig. Das bedeutet nämlich für mich, ich werde wahrscheinlich bis zum Ende Vollgas geben müssen, wenn ich hier den Goldpokal nach Hause bringen möchte. Was ich natürlich möchte und was ich auch machen werde. Cooper Großstadtfieber gespiegelt ist genau das, was ich nicht unbedingt machen wollte. Aber egal, wird schon. Wird schon. Oje, oje. Ich bin sehr gespannt. Und da sind sie auch schon wieder. Ey. Ich sollte dazu erwähnen, ich habe keine Ahnung von Cooper Großstadtfieber. Ich habe es noch nie auf Spiegel gespielt. Auch nicht auf Mario Kart 8. Mario Kart 8 habe ich ja bisher mehr gespielt als Mario Kart 7. Und da ist das ja auch... Also Mario Kart 8 Deluxe. Das normale Mario Kart 8 habe ich ja nicht, weil ich keine Wii U habe. Als ob ich da abprall! Wie viel hast du mir? Das waren mindestens 5 Münzen, du Wichser! Ja. Gibt mir kein Item. Verdient. Das war meine. Ja, genau! Ich bin auf der Wall vorbeigefahren! Hallo! Das ist auch wieder keine gute K-Kombination. Es wird nicht schneller, es beschleunigt aber auch nichts. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das ganze K ist einfach scheiße. Hallo, Honigbiene. Ach stimmt, in dem Mario Kart... Man kann ja seit Mario Kart 7 kann man ja Leute mit dem Pilz nicht mehr wehtun. Ja, hol dir doch, Mensch. Naja. Das finde ich auch schade. Das gab es ja in Double Dash noch. Da konntest du ja Leuten richtig wehtun, indem du sie mit einem Pilz gerammt hast. Lass mich mal bitte durch. Meine Items. Zehn Münzen, das erste Mal in diesem Cup. Also in diesem Part auch. Mal schauen, wie sie es uns kaputt machen. Es geht los mit einem Blooper. Aber der ist noch bisher an einer eher lächerlichen Stelle. Bisher hat es noch nicht wehgetan.
Das heißt, sie sparen sich irgendwas Böses für ganz zum Ende auf. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich der Stachel oder ein Blitz. Bisher noch nicht. Oh, fuck. Verdriftet. Ja, wahrscheinlich müssen sie erstmal aufholen. Man kennt's ja. Man kennt's ja. Der Blitz und der Stachel kommen immer erst, wenn sie nah dran sind. Aber nein, es sieht nicht so aus, als ob es hier noch was gäbe. Nein, tatsächlich nicht. Das haben wir sehr kontrolliert runtergefahren. Das finde ich sehr beeindruckend. Aber sowohl Peach als auch die Honigkönigin schwächeln nicht. Immerhin, es wird definitiv Platz 2. Aber Platz 1 ist natürlich jetzt absolut drin mit 6 Punkten Vorsprung. Das muss jetzt Platz 1 werden. Mit diesem Charakter, heieieiei. Schwierig. Aber okay, bisher schlage ich mich gut. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Nach dem ersten Rennen habe ich schon gedacht, uiuiui. Und nach dem zweiten noch mehr und jetzt... Oh, shit. Eine Abschnittsstrecke. Oh, shit. Uiuiuiuiui. Das wird jetzt nochmal richtig brutal. Die Wuhu-Strecken sind eh immer böse. Oh. Honigkönigin. Nerv nicht. Okay. Verstehe ich nicht. Oh nein, hätte man da abkürzen können. Oh, hätte man. Shit. Fuck, ich wollte eigentlich die Münze, aber das hätte sich nicht gelohnt. Dann hätte ich einen meiner kostbaren roten Panzer verloren. Yeah. Nix, Wario. Das ist vorbei. Verstehst du? Bam. Warum? Nein, kein Geld für mich, verdammt. An die Strecke kann ich mich ungefähr gar nicht mehr erinnern. Ja, wobei an diesen Teil schon. Ich glaube, hier kam irgendwas für Pilz und so. Ich glaube, oh nein, das war da hinten, ne? Shit. Shit, ich hätte hier mega abkürzen können. Ich will jetzt an dir vorbei. Okay, ich muss jetzt auf Sieg spielen. Und hier geht's doch jetzt irgendwo runter, ne? Oh, shit. Okay. Ich muss es schaffen. Ich will das Item. Nein, ich habe keinen Stunt gemacht. Fuck! Und nur ein Verteidigungs-Item. Ich bin tot. Ich habe verloren. Good game. Good game, Honigkönigin. Good game. That's it. That's it. Schuld sind die Bananen am Ende. Schuld sind die Bananen und die nicht auftretenden Stachis und Pilze, wenn ich mal weiter hinten bin. Ach, leck mich am Arsch. Naja, okay, sie hat sich besser geschlagen als Wario. Das ist doch immerhin etwas, aber, ja. Sonst kriege ich immer die bösen Items ab und diesmal kriegt halt, ja, die Honigkönigin sie nicht ab. Da hätte auch mal ein Stachi kommen können. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, da hätte echt auch mal ein Stachi kommen können oder mal ein Blitz oder so. Weißt du, jetzt kommt er nicht. Wenn ich mal nicht Erster bin, ja, dann wird das nicht aufgecharged, ne? Da kann die Honigkönigin schön chillig zu Ende fahren, so, weißt du. Aber okay, ich beschwere mich mal nicht. Ist schon in Ordnung. Und Peach ist ganz schön respektabel hier in einem Standard-Card so gut abzuschneiden. Respekt. War übrigens am Ende noch knapp. Peach war knapp hinter mir. Das ist sehr, sehr ärgerlich gewesen. Aber ich hätte auch abkürzen können. Ich hätte auch einfach abkürzen können. Es ist wahrscheinlich meine eigene Schuld. Die 3 Sterne waren absolut drin gewesen. Mann! Naja, egal. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, Servus.